Lubo Christek heißt der Mensch, von dem wir im nächsten Beitrag allerlei Surrealitäten zu hören und zu sehen kriegen. Christek ist seinerzeit vor dem Albtraum des russischen Einmarschs in die Tschechoslowakei nach Deutschland geflüchtet. Seither setzt er hier seine künstlerischen Träume auf vielfältige Weise in Objekte, in Bilder und in Inszenierungen um. Das daran vielleicht Erstaunlichste: Christek kann, wie nur wenige andere Künstler, von seiner Kunst auch leben. Antje Bruderek hat ihn besucht. Das hier ist Klein Kitzikofen, ein winziger Ort bei Landsberg in Oberbayern. Hierher, mitten ins bayerische Idyll, hat es Lubo Christek verschlagen, einen Maler und Bildhauer aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Seit 27 Jahren lebt und arbeitet der 52-Jährige hier. Er fühlt sich wohl im Dorf und ist doch für viele Alteingesessene immer noch ein Grund zum Staunen. Sein Leben als Künstler war oft sehr hart. Völlig mittellos und nur mit einem Koffer in der Hand musste er 1968 seine Heimat verlassen. In Deutschland fand er Asyl. Die Sowjets schlugen den Prager Frühling blutig nieder und Lubo Christek mittendrin verteilte damals Handzettel. Einer Verhaftung konnte er zwar entgehen, den Bildern, die er gesehen hatte, jedoch nie. Die verarbeitet er bis zum heutigen Tag in seinen Werken. Denn die Freiheit im Denken und Handeln ist ihm das Wichtigste. Aber Lubo Christek will mehr. Er will die Menschen durch seine Kunst, durch Skulpturen, Bilder und Happenings wachrütteln. Und daran arbeitet er fast wie ein Besessener. Die Fantasie muss angeregt werden, meint er, denn ohne Fantasie und Träume überlebt die Menschheit nicht. Ich träume. Ich bin jede Nacht eigentlich mit ganz surrealen Träumen da. Fast beschäftigt, möchte ich sagen. Und diese wichtigsten, diese Sequenzen, die ich oft rausnehme aus meinen Träumen, die zeige ich dann auch den Betrachter. Provozieren, anregen, der Welt eine märchenhafte Gestalt verleihen, das sind für den Künstler keine leeren Worte. Er setzt es um und seine Visionen und Fantasien kennen keine Grenzen. Vor 30 Jahren begann Christek seine Arbeit und im Laufe seiner Karriere stellte er in vielen Museen und Galerien in Europa und Übersee aus. Auf eins ist er besonders stolz, auch wenn es nicht ganz leicht war. Er konnte immer von seiner Kunst leben. Inzwischen bestehen wieder viele Kontakte in die alte Heimat. Regelmäßig reist Christek nun nach Tschechien und in die Slowakei. Auch dort haben seine Ausstellungen großen Erfolg, was ihn ganz besonders freut. Doch es ist ganz klar, er fühlt sich als Europäer. Mit seiner Frau ist er nun fast 30 Jahre verheiratet. Sie hat viel mit ihm durchgemacht. Und dennoch staunt sie immer noch über seinen Taten- und Schaffensdrang. Das Leben ein einziges Happening. Lubo Christek sieht, lebt und inszeniert es so. Ein kleiner Plausch mit dem Nachbarn. Vielleicht setzt Lubo Christek auch das bald wieder um. In einem Happening, einer Skulptur oder in einem Bild.